Man müsste Dichter sein, um all diese grünen Herrlichkeiten Lübecks zu besingen. Die Alleen, die da vor den Toren ins Land hinausstrahlen, hundertjährige, langgestreckte Lindendome mit ragenden Spitzgewölben. Die sonnigen Grünflächen, die schattigen Wälder, die Gärten und Auen, Ufer und Baumgruppen, köstlicher, anmutiger und zugleich organischer, kann eine Stadt gleicher Größe und Einwohnerzahl nicht mit der mittelbaren und unmittelbaren Umgebung verwachsen sein als Lübeck. So fasste es Harry Maas, Gartenarchitekt und Gartenschriftsteller, 1921 in der Städtemonographie zusammen und äußerte so seine Bewunderung in Worte. Herzlichen Dank, Frau Granau. Und ich sage herzlich willkommen nochmal zu einer weiteren Folge von Klassik Altstadt Hotel unterwegs. Und heute bin ich so glücklich, weil wir haben Frau Granau hier zu Gast, die eben hier schön vorgelesen hat. Und Sie sind ja Vorsitzende des Grünen Kreises hier in Lübeck und haben ganz viel dazu beigetragen, dass wir diese grüne Oase hier in der Mitte unserer Stadt erhalten durften. Also ich hoffe, ihr folgt uns heute mal so ein bisschen durch diese wunderschöne Gartenlandschaft, denn Lübeck hat so viel Gartenkultur und Sie, liebe Frau Granau, Sie können uns das ja ein bisschen zeigen, ne? Das tue ich gerne und lade Sie ein zu einem wirklich blumigen Rundgang durch dieses botanische Kleinod, was fast 100 Jahre alt ist. Das ist schön. Und hier präsentiert sich unser Sommerphlox von seiner schönsten Farbenfülle. Und gerahmt wird diese Beetanlage von Backstein. Lübeck ist ja die Stadt der Backsteingotik. Und dieser Garten, dieser Senkgarten, ist übernommen worden aus dem Englischen. Gertrude Jekyll, eine Gartenarchitektin, hat am Ende des letzten Jahrhunderts diese Gartenarchitekturform geschaffen, um eben Besonderheiten zu präsentieren in abgestufter Form und in dieser Terrassierung. Und dieser Senkgarten, Sunken Gardens, dieser Garten speichert eben die Tageswärme, die Sonnenwärme und gibt sie in den Abendstunden weiter an die Vegetation, die wir hier in Überfülle genießen dürfen. Mich mal interessieren würde, Frau Granau, seit wann haben Sie sich eigentlich mit Gartenkultur oder überhaupt mit den ganzen Pflanzen beschäftigt? Also mein Vater war ein Harry Maas, auch gleichen Jahrgangs und ich bin in einer Familie aufgewachsen, meine Mutter war Blumenbinderin, dass die Weichen irgendwie gestellt waren und ich dann auch meine Ausbildung als Floristin und später den Abschluss als Meisterin gemacht habe, Gartenbau studiert habe in Hannover an der TU und mich über das freue, was man hier in Lübeck an Grünem erleben kann und befördern kann vor allen Dingen. Dieser Bauerngarten weist eben die vier Quartiere auf. Zeichnet sich aus durch die christliche Symbolik, die die Mönche damals kreiert haben, die Kreuzform. In der Mitte ist oftmals ein Wasserbecken. Hier haben wir einen Zierapfelbaum mit Unterpflanzung von Rosen. Und die Beete spiegeln den Fleiß der Bäuerin, nämlich Gemüse, Heilpflanzen, Kräuter und Ziergehölze, Zierpflanzen, um ihre Tafel zu schmücken. Wenn man weiß, dass Professor
Kienast, ein Schweizer Gartenarchitekt, behauptet hat, der Garten sei der letzte Luxus unserer Tage, denn er erfordert das, was in unserer Gesellschaft so rar geworden ist, Zeit, Zuwendung und Raum. Dann kann man das in einem solchen Spiegel, denke ich, bejahen. Hier haben wir die Beete, die von den Gärtnern betraut werden. Das sind die Heilpflanzen und die Gewürzpflanzen. Wir haben Spitzwegerich, wir haben die Maiglöckchen, wir haben hier digitales Fingerhut, Eisenhut, Pflanzen, die in der Medizin eine wichtige Rolle spielen. Und wir haben hier zur linken Hand Gewürzpflanzen wie unsere Eberraute, ganz kräftiger Duft, Zitronenmelisse können wir entdecken, Estragon, dann unseren Salbei. Und besonders wuchs freudig ist unsere Artischocke. Sie ist gut durch den Winter gekommen, wird zum Herbst hin wieder aber die kann man winterfest essen, gemacht. Die ist doch viel zu klein, um zu essen. Das ist jetzt, weil sie bei uns aufgewachsen ist, in dem Mittelmeerraum hat sie die dreifache Größe zum Genuss. Und gegessen wird der Artischockenboden. Wir haben dort die Blüte. Und das ist auch so ein Phänomen. Man kann beim Gemüsehändler oder der Händlerin eine Artischocke sich kaufen und in eine schöne Schale legen und sie beobachten. Und ohne Wasser wird sie dann irgendwann diese violetten Blüten hervorbringen. Mhm. Also ein Naturschauspiel. Das ist ja fein. Was ist das denn Tolles, Frau Granau? Das sind das Beet unserer Schulgartenexperten der Karl-Land-Schule. Jeden Mittwoch, außer in den Ferien, kommen die Schülerinnen und Schüler mit den Erziehenden hierher und beackern, wortwörtlich zu nehmen, diese Beete. Es wird also gegraben, gejätet, der Boden wird vorbereitet, es wird gesät, gepflanzt. Und es wird auch manchmal geerntet. Und die Kinder haben liebevoll die Beschriftung vorgenommen, was in diesem Beet heranwachsen soll. Und es sind auch die Marienschule und die Domschule vertreten, sodass wir uns freuen, dass den Kindern das Gärtnern eben schon von Kindesbeinen an ans Herz gelegt wird. Ja, und ich denke, jetzt sind wir am Ende unserer herrlichen Tour hier durch das grüne Wohnzimmer von Lübeck. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Granau, dass Sie uns das so nahe gebracht haben. Also wirklich von dieser Gartenkultur und dann auch so dieses Schulgarten, dass wir auch gelernt haben, wie das ja vor 100 Jahren auch mal gewesen sein könnte und dass sowas erhalten bleibt heutzutage. Es tut einfach gut, hier zu sein. Vielen Dank. Und was tut noch gut? Da sehe ich einen Kaffee und ich rieche das auch schon. Ich glaube, na, jetzt haben wir uns aber auch den Kaffee verdient und können noch ein bisschen alles nachwirken lassen. Ne? Auf geht's. Auf geht's. Vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und uns noch mal begleitet haben auf eine weitere Folge von Klassik Altstadt Hotel unterwegs. Vielen Dank.